ihr Lieben. Heute sind wir mal wieder bei Helgard. Hallo Helgard. Ja, hallo. Grüß dich, Luise. Ja, und Luisa ist heute mit bei. Hallo. Hallo. Und wir machen was zu Ostern. Und was machen wir alles? Ihr seht, es ist heute eine ganze Menge da. Wir haben einmal, werden wir was aus Eierpackungen machen. Man sieht hier verschiedene Varianten. Und wir machen ein paar kleine Blüten. Das wird für unseren Elfenfilm. Dazu kriegt ihr dann nochmal eine Information in einem anderen Film. Und ihr seht, ich knete schon für diese kleinen abgefahrenen Hühner, die man dann auch gut als Deko nehmen kann. Helgard, ich sehe schon, du hast schon angefangen oder bist schon voll dabei. Ja. Ich zeige nochmal ganz kurz, was brauchen wir. Wir nehmen alte Eierpackungen, leere. Ja, man sieht, die kann man dann zurechtschneiden, entweder als Blüte oder eben hier, um gleich nachher, wie man das jetzt hier auch sieht, ein Ei nachher hinten rein zu tun. Dann lässt man natürlich noch ein bisschen was hinten dran. Luisa ist gerade dabei und fängt schon mal an, das so ähnlich zu machen wie dort. Und Helgard macht das jetzt mal, ohne hinten ein Ei ranzumachen als Deko. Da gibt es einmal ein Häschen oder Helgard, was hast du hier noch? Der mit der Pankerlocke sieht auch cool aus. Ja, das ist deine Pankerlocke. Mhm. Ja, also, jetzt mopse ich dir das einfach mal. Mhm. Wir können oder ihr könnt kleine Hähnchen machen, indem ihr das doppelt sitzt oder, so wie wir das nachher machen werden, dass wir den einfach haben. Da wird dann ein kleiner Kamm wird ausgeschnitten aus Filz. Und den werden wir nachher hier raufkleben. Gleichzeitig habe ich dann einen kleinen Schnabel und dass wir den dann, weiß ich, dort mit anordnen. Dann haben wir unsere Augen und Federn, die wir dann uns raussuchen. So, entweder machen wir wirklich die Hühner oder wir haben aus diesem auch ein kleines Häschen gemacht, indem ihr dann einfach, was heißt einfach, indem ihr die Ohren ausschneidet aus Filz. Dann habe ich vom Handfeger einfach ein paar Borsten gemopst und habe die angeklebt. Hinten hat er dann ein Puschelchen, wo ihr auch im Handel dann wirklich sowas kaufen könnt. Und wie gesagt, die Augen. Und dann könnt ihr überlegen, ob er braun sein soll oder ich habe jetzt die Eierpappe einfach unbehandelt gelassen. Die ist so ein bisschen gelblich-braun. Dürft ihr natürlich entscheiden. Was ich auch sehr niedlich finde, ist, ich habe aus Papier eine Schablone gemacht, so dass wir sie hier oben, dass die doppelt ausgeschnitten wurden. Mhm. Und da ist ganz einfach, da kann man dann ein Stück Schokolade reinstecken, wenn ihr das wirklich dann verstecken wollt für die Kinder. Mhm. Ja, so dass die sich freuen. Super tolle Idee. Ja? Ja, hier haben wir auch nochmal aus Moosgummi. Aus Moosgummi. Mhm. Ebenso. Einfach nur eine Schablone und da die Bitte, entweder die Mutti oder Vati helfen euch, dass ihr einfach, weiß ich, ein Osterhäschen entwerft und dann könnt ihr das doppelt ausschneiden. Wird oben einfach nur zusammengeklebt, ein Auge ran und dann finde ich... es ist auch schnell fertig. Es ist schnell, es ist schnell fertig. Okay, zucki, genau. Man hat schnell auch ein Ergebnis, das ist immer ganz toll. Ja. Jetzt zeigt Helgard mal, wie man den Kamm ranmacht. Das ist schon besser, wenn man das mit einer Heißklebepistole macht. Und dann einfach bloß. Zack. Und dann bleibt er doch drauf. Und er bleibt doch drauf. Na? Und dann guckt ihr, dass wir dann hier. Gleich die Augen. Nee, erst hier. Ach, der Schnabel. Erst der Schnabel. Okay. Dasselbe macht jetzt auch gleich nochmal Luisa. Dann nochmal Auge nehmen und rauf damit. Und schon guckt er dich an. Total süß. Ja? Ja. Ansonsten, wenn ihr nämlich so eine kleinen Augen habt und ihr wollt die immer wieder hochnehmen, fallen sie euch runter. Ja, und demzufolge einfach nur ein ganz klein bisschen anfeuchten, Auge nehmen und dann raufkleben. Okay. So, hier hast du dein Hahn. Super. Hinten muss noch was an Hintern. Also der braucht noch was Federn am Hintern. So, jetzt macht Luisa noch schnell die Augen ran. Genau. Du hast jetzt dein... Jetzt bräuchtest du noch eine Feder, wenn du möchtest. Ja. Grün, gelb, Pink. Orange. Grün. Ja.
So, perfekt. So, Ostern. Ostern kann kommen, ne? Ja, ja. Ostern kann kommen. Und dann gucke, wie ist... dreh mal bitte zur Kamera. Genau. Perfekt. Luisa, es ist auch fertig. Super.